So, liebe Zuschauer, ich komme gleich auf den Punkt. Hier das nächste Match. Und da sind wir im nächsten Match hier zwischen dem Ryder und die Jules Stark auf der Bergfest-Map hier. Es ist eine reine Challenge und ich komme mal eben kurz auf zwei, drei Fragen zurück. Erstmal, Ivan, hi, erstmal nochmal. Ich habe den natürlich gelesen. Ich hatte vorhin, das kam überweg, als ich deine Nachricht gelesen habe. Wollte ich nicht mehr antworten, weil sich das erledigt hat. Wegen Generals läuft es nun nicht stabil. Hier müssen wir probieren, ob wir es jetzt stabil hinkriegen. Deswegen will ich ja unbedingt das jetzt angehen mit euch. Und nicht nur sagen, ich mache im stillen Kämmerchen. Nein, das gehen wir alle zusammen an und versuchen das Ding zu rocken mit Zero Hour oder mit Generals. Ja, denke ich mal. Nicht den MBF vergessen, richtig. Die Challenge ist einfach eine ganz normale Challenge. Die können jetzt gegeneinander fighten, wie sie möchten. Nach ihren eigenen Regeln. Also sprich, die normalen Liga-Regeln werden hier eigentlich auch verwendet. Ist nur die Frage halt, welche? Ich vermute, dass sie hier mit den mittleren Regeln fahren hier. Weil von der Kohle sieht man das. Dass sie halt relativ wenig hatten. Und Jules Stark startet hier oben rechts, während der Ryder hier in der Mitte und mittig links startet hier. Nach schwere Liga-Regeln. Oha. Das wird für den Ryder natürlich hart sein. Stimmt, keine Starteinheiten, hast recht. Ja, das ist die Heim-Map vom Ryder hier. Auch in der Liga. Und ich bin echt gespannt, wie er sich gegen den Jules Stark hier macht. Jules Stark ist halt, glaube ich, eine Liga höher. In der zweiten angesiedelt. War das nicht so? Ich glaube ja, ne? Nee, BVNTV, wenn ich streame, lese ich keine Tickets. Aber deine Nachricht, dass er ein Ticket ist, das habe ich gelesen. Ich gucke da nachher mal rein. Kann sein, dass Chris und Lanola sich da schon drum gekümmert haben. Ist die Challenge das MBF nicht stehen lassen? Meinst du? Moin, Crimson. Hi. Ja, die Frage ist, genau, das wäre eine gute Challenge hier für den Ryder eigentlich, den Bauhof nicht stehen lassen. Wir achten jetzt also besonders hier auf den Ryder, aber auch auf die Jules, weil wir wollen ja den Jules gerne einen Ruf verpassen. So wie jeder. Jeder hat irgendwie, jeder Spieler oder Spielerin hat hier echt was Spezielles halt drauf, ne? Das ist einfach so. Jeder hat irgendwie so seine Fähigkeiten mal gezeigt und wurde dann entsprechend eingestuft. Das muss doch nicht mal Fähigkeiten, sondern irgendwelche geilen Situationen. Also, ich glaube, die erste geile Situation, ich weiß gar nicht, die mal entstanden ist. Ich glaube, dass die richtig hyped geworden ist. Ich glaube, das war der Virus mit seinen Tanja-Moves. Ja, ich glaube, das war so. Oh, Psycho! Glückwunsch zu deiner Dreier-Serie! Und hier sehen wir Upfront hier, Jules Stark mit den Schützen unterwegs. Bin gespannt, wie der Ryder das hier in der Mitte anstellt, wie früh er expandiert. Warum hat er die Werkstatt verkauft? Weil sie nichts bringt im Multiplayer. Man baut sie, um halt die Fähigkeit bzw. die Technologie zu bekommen, dass man den MBF hier bauen kann in der Werkstatt. Und er wird meistens verkauft. Weil man setzt die so oder so gegen Multiplayer so selten ein, wenn bis gar nicht. Also ich habe noch nie jemanden hier wirklich in einem Spiel hier im Livestream rappen sehen auf der Rap-Station. Absolut nicht. Na? So, könnte mir auch eines Besseres sagen. Kann man eigentlich für die vierte Liga melden und Testspiele oder dritte Liga? Jo, kann man. Tatsächlich. Aktuell ist es noch möglich, hier sich für die Liga anzumelden bei uns für die nächste Season. Generell, wir haben nie Anmeldestopp für eine Season, nein. Wenn denn halt nur für eine bestimmte Season. Ihr könnt euch immer anmelden. Die Season 4 läuft jetzt, die Anmeldung. Geht ja Anfang März los. Also wenn ihr jetzt noch mitspielen wollt in der Season 4, dann gerne bei uns auf dem Discord-Server anmelden. Den Link findet ihr auf meiner Website. Die Website ist hinterlegt auf den Social Media Plattform, worüber ihr gerade zuschaut. Dann werdet ihr in der Regel getestet bei uns durch viele verschiedene Spieler der unterschiedlichen Ligen und die geben dann eine Einschätzung ab, in welche Liga ihr kommt und da aus der Liga startet ihr denn.
Auch der Ryder fängt jetzt an zu erkunden. Relativ spät, meinem Empfinden nach. Moin, Audia. Nee, nicht in der, Ivan, nicht in der Werkstatt. Ich habe doch gesagt, hier in der Waffenfabrik, meine ich. Durch die Werkstatt erhält man die Bauoption in der Waffenfabrik in NBF zu produzieren. Jurise. Ja, jetzt echt? Wirklich? Tatsächlich in? Im Live? Ah, ich bin skeptisch. Ich weiß es nicht. Ich kann mich da nicht dran entsinnen. Hab ich da gestreamt? Sicher? Ich glaube nicht. Oh, alles noch sehr, sehr entspannt hier bei den beiden. Will Stark ist hier so ein bisschen vorangeschritten. An die Base hier bei Ryder. Und die Challenge hat der Ryder schon verloren. Der Bauhof steht fest. Ey, die Defi auf Twitch! Was ist da los? Dass ich das noch erleben darf. Hi! Willkommen auf Twitch, die Defi! Schön, dich zu sehen. Mal Ehrengast hier. Ja. Die Defi, ich darf dir gratulieren. Ich verpasse dir nachher den VIP-Status. Den hast du dir wirklich verdient. Als Zuschauer der ersten Stunde und sogar mitgeholfen hier bei unserer Entwicklung. Und das nur als Zuschauer. Wundere dich nicht, kriegst ein VIP-Abzeichen demnächst. Wenn der Stream offline ist. Nee, genau, mit dem Räpfel kann man reparieren, das machen aber viele nicht. Weiter fährt jetzt hier nach unten. Oben hat er auch schon die Base aufgebaut. Nein, Crimson, du kannst dich für die Season 4 noch anmelden, also gib Gas. Und danke für das Geschenk-Abo, Chris, Andi, die Defi. Schulzak hat jetzt auch in der Mitte hier schon ordentlich aufgebaut. Direkt an der Mainbase, ne? Daher vermute ich hier, das wird ein schnelles Spiel. Ryder hat nämlich leichte Zwickrad-Probleme, aber auch Jules. Immer mehr Zuschauer finden sich bei Twitch ein, ihr Lieben. Hier aus von TikTok. Unglaublich. Die Defi, nach anderthalb Jahren fast, ne? Die ersten Streams, das waren noch Zeiten. Oh, 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 oh. Das kann schnell mal eben zu einer... Ja gut, keine Auswirkung jetzt wirklich, ist eine Challenge. Aber... Peace Time. Ja, da war eben das Tänzelchen. Ja, ich kann euch nur empfehlen, also für diejenigen, die Twitch nutzen, schaut mal gerne bei Twitch vorbei, da habt ihr immer die größte Zuschauerzahl und auch wirklich viel, viel Chat. Ich muss sagen, heute ist auch TikTok und YouTube sehr, sehr aktiv. Und Sunny, was zur Hölle? Was meinst du? Und let's go hier mit Hellmarch. Und in der Mitte positioniert sich hier der Jules schon. Eieieiei. Er zieht sich hier aber zurück wieder so ein bisschen. Also nicht auf dem Weg nach vorne. Ist die große Frage, ob er dran bleibt. Direkt hier gleich auf Ryder losgeht. Da ist nicht viel zu holen. Für die Ryder, um hier noch zu überleben. Das könnte nach hinten losgehen.
Und hier Ryder Tours. Und Ryder Tours. Wir haben ihn wieder. Ryder, mein lieber Ryder, du hast es geschafft. Diesmal zwei auf einmal. Man muss es positiv sehen. Besserung im Stehen lassen. Man nennt ihn auch nicht den Ständer, sondern den Dauerständer. Vielleicht schellen, wer dabei Böses denkt. Und jetzt geht's in der Mitte los. Cooldown abgelaufen, sie dürfen angreifen und genau das, was ich erwartet habe. Er hat so viel Geld, der Ryder, und da kommt nichts. Und danke dir, Crimson, für dein Kompliment. Und wir sehen Jules hier, wie er hier Ryder ordentlich an die Fühlern geht. Aber Ryder hat hier die Kanonenturm nachgezogen, das ist auch gut. Aber Jules geht auch so ein bisschen die Einheiten aus und auch das Geld ist noch sehr, sehr knapp. Wenn Ryder das weiß, dass er vom Geld so im Vorteil ist, muss er mal richtig Gas geben, dann hat er eine große Chance. Das ist natürlich doof, wenn hier die Waffenfabrik fehlt. Und allgemein, glaube ich, keine weitere Waffenfabrik hier hat. Nirgendwo. Da muss Jules einfach nur dranbleiben und immer nachschicken. Da kommt nicht viel an Verteidigung, solange er hier keine Waffenfabrik baut. Das ist ein großes Problem. Da unten wird die Waffenfabrik gebaut. Ah, ja, da muss er zumindest hier mit den Kanonentürmen arbeiten. Da muss er fleißig welche bauen. Und Rockets hier. Sonst wird das nix. Dann ist die Base hier gleich weg. Aber er macht gar nichts von beiden. Leider. Leichtes Spiel jetzt für die Jules. Frag mich, vom Ryder hier absolut nichts produziert. Allgemein produziert er fast nichts. Jetzt geht er hier auf doppelte Waffenfabrik hier unten. Und sein Bauhof ist auch los. Gut, er hat jetzt genug Ressourcen, hat er jetzt. Das muss er aber auch richtig nachlegen. Na? Hat sich jetzt unten hier weiter aufgebaut. Komm, Blechbubi, tanz mal. Ah, danke dir, Didi-Fi, für dein Follow. Welche Liga aktuell? Keine Liga. Jetzt, alle Ligaspiele des heutigen Abends sind vorbei. Jetzt haben wir noch zwei Challenges. Also das ist die eine von zwei. Und Jules hätte jetzt leichte Mittel, um hier unten Kawabunga zu machen. Ich wäre auch eher unten hier hingegangen. Und hier sehen wir, wie Jules die Raff jetzt oben rausnimmt. Er konzentriert sich erst so oben. Kann auch sein, dass er jetzt sagt, oh komm, ich gebe Ryder hier nochmal eine Chance. Oder er denkt strategisch, ich nehme jetzt oben erstmal alles weg, damit er nicht weiterbauen kann. Und konzentriere mich dann erst nach unten hin. Das ist die Frage, was er jetzt gerade denkt. Jetzt geht er hier oben auf die Raff. Ich frage mich jedes Mal, also nicht jedes Mal, aber sehr oft, ob ich die Defi irgendwann vielleicht auch mal bei uns höre und sehe und spielen sehe bei uns. Weiß nicht, die Defi, könntest du da mal was zu sagen? Ich freue mich ja über jeden Zuschauer, der zu uns kommt und selber dann mitspielt. Und jetzt zieht hier Jules Stark links nach unten. Wir sehen's. Und Ryder hier auf der Flucht. Der Sammler auf der Flucht! Ah, ja, da gemerkt.
Er verstärkt jetzt nach links. Und fies. Jules baut sich davor. Auf dem Wasser. Also die Defi, ich würde es feiern. Die Defi, ich spiele auch in der nächsten Saison auch mit. Vielleicht treffen wir uns in einer Liga. Ja, die Defi, ich sag's dir, das ist jetzt wirklich mein Wunsch, dich bei uns spielen zu sehen. Wirklich. Ryder versucht's hier nochmal. Ah, nein, er muss die er muss die Hauptproduktionsstätte hier oben legen. Jetzt hat er hier unten produziert, er die ganze Zeit viel zu weite Wege jetzt mit den Panzern. Und wann geht die nächste Liga los? In knapp 3 Wochen. Geht die nächste Liga wieder los. Also ihr habt noch ausreichend Zeit, liebe Zuschauer, euch anzumelden, die tollen Menschen bei uns kennenzulernen, noch getestet zu werden, damit auch eure passende Liga zu finden. Na, Chris haut mal eben raus, 3., 4. März. Naja, es wird Anfang März. Ja, und ich freue mich richtig dolle auf die 4. Season, weil die Maps noch geiler sind als schon in der Season 3. Und jetzt kommt hier Jules und nimmt den Rest hier weg. Und Protois, der Arm läuft gut. Und da du jetzt bist, noch besser. Ey, Ryder, keine Chance. Er produziert noch nach. Er hätte vielleicht noch eine kleine Möglichkeit gehabt, hätte die Hauptproduktionsstätte der Waffenfabrik hier hingelegt. Er hatte sie aber hier unten aktiviert. Dann hätte er genug Einheiten gehabt, hier schon vorab zu fangen. Das bleibt ihm jetzt verwehrt. Keine Chance jetzt gegen die Jules. Ich könnte mir auch keine Liga ohne Ryder vorstellen, wisst ihr das? Könnte ich nicht. Könnte ich echt nicht. Ryder gehört zum Inventar, sag ich schon. Haben wir hier noch den Sammler? Ah, den Sammler und hier noch Bo. Der ist wahrscheinlich gedroppt gerade. Geld hat er. Leute, Geld hat er. Er kann noch mal eben irgendwas starten. Einfach mal droppen. Oh, ich bin gespannt. Wir bleiben einfach nur beim Bauhof. So, was? Wie geht's euch so? Geht's euch gut? Wir bleiben mal und gucken mal. Aber ja, er macht's. Sauber. Aber er hat ihn, naja, also gechillt. Gut, man muss auch dazu sagen, er hat kein Radar, er sieht die Minimap nicht mehr, ne? Es ist schon schwierig, denn den MBF zu finden. Also, Hand aufs Herz, das ist nicht leicht. Aber er setzt ihn jetzt ein und baut auch schon. Aber was schießt denn da? Der Kreuzer? Ujo. Oha. Ja, volle Granate mit den Kreuzern, das hält nicht lang. Oh, mein Reaper. Ist das tatsächlich der Bauhof, der schon ewig da stand? Oh, ich mag ihn so gern. Oh, eine. Das sind die letzten. Und da oben ist noch. Eddie wird er sich jetzt schnell holen, der Jules. Und dann ist das Match vorbei. Oder kommen wir zum letzten Match des heutigen Abends gleich? Chili gegen Silencia, gegen Sumia. Da bin ich auch echt gespannt drauf. Muss man niesen? Boah, ey, das war aber ein großer Nieser. Habt ihr nicht gehört, Gott sei Dank. Eieiei.
Vor allem da oben hier. Ist nicht mehr viel übrig. Hier von unserem Rider. Gesundheit, danke. Vielen, vielen Dank. Wünsche ich euch auch. Und noch viel Spaß gleich. Ja, es war noch nicht der letzte. Da ist die letzte Einheit. Schaut mal. Das könnte... Ich bin zu müde. Ja, ich bin auch zu müde heute. Aber wir haben noch viel vor. Oh oh. Da kommt's. Da kommt's. Rider! Auf der Flucht! Oder auch nicht? Nein. Bereitwillig stellt er sich hin. Jetzt ist das Match vorbei. GG an die Jules Stark. Und wir schnacken mal mit den beiden. Na, ihr beiden. Hallöchen. Ach, Ryder, du hast einen neuen Rekord gebrochen, mein Lieber. Ja, da sind momentan ziemlich schnell auf Rage-Quitzer Phase aus bei mir. Aber ich habe eben erstmal gesagt, erstmal da kann ich mir eine Liga ohne dich gar nicht mehr vorstellen. Das schon mal vorweg. Ne? Und zweitens, hast du es heute geschafft, zwei Bauhöfe stehen zu lassen? Ja, aber nur kurzzeitig, weil ich dazwischen so ein paar Gebäude platziert habe. Kurzzeitig? Das müssen die Zuschauer sagen. Ich meine, das war ein bisschen länger. Was ist denn kurzzeitig bei dir? 2 Minuten? 3 Minuten? Naja, ich sag's mal so, was man hier oft denkt, wie kriegen wir keine von 10 Minuten so viele Panzer zusammen? Ich baue mal Baum. Haben wir den Bauer jetzt mittlerweile eingependelt und alles? Aber ich sage nicht mehr als maximal, wenn es Geld gut läuft, 20 Panzer zu haben. Ja, man bricht die Panzerproduktion einfach gar nicht ab. Ich zum Beispiel mache das auch, indem ich einfach die Panzerproduktion hochfahre. Ich lasse die einfach die ganze Zeit produzieren und muss halt zusehen, dass ich nebenbei noch die Gebäude produziere. Also sprich Raffs, um Geld reinzukriegen. Dann läuft. Also selten, dass ich das mal koordiniere. Also ich persönlich. Ja, ich weiß, ich war glaube Gott sei Zeit, aber irgendwie gerade denke ich mir so. Ja, vor allen Dingen die MBFs sind ja auch immer, wenn man gleich von Anfang an mit vielen MBFs arbeitet, nimmst du ja auch selber sehr, sehr viel Geld, ne? Was kostet ein MBF? 2.500? Glaube ja. Hä? 2.5? Ja, 2.5, eben. Und das ist, guck mal, wie viele Panzer du damit produzieren kannst. Ja, das ist echt viel. Also wenn man gleich mit dem zweiten startet und sich dann irgendwo hinbaut. Ist gut, wenn man dann aber gleich mit dem dritten sofort anfängt, dann sollte man schon eine stabile Balance haben, um Panzer zu produzieren, ne? Ja, vielleicht sollte ich mir das auch gewöhnen. Mein Vorteil war, ich habe halt erst spät alles gebaut, was man ja an Sicht und so weiter hatte. Aber habe halt auf die Erzfelder, ich habe halt ein Erzfeld eingenommen und dann mich kontinuierlich zu einem Erzfeld runtergearbeitet, währenddessen mein Bauhof. Nachdem der Bauhof durch war, halt Panzerproduktion sofort gestartet. Ich bin gar nicht aufgegangen. Ich habe mir versucht, nur auf Kohle konzentriert, weil wir mit 5000 gespielt haben und versucht, so viele Panzer wie möglich zu produzieren, um vielleicht noch ein, zwei Kanonen mehr zu stellen. Sag mal, machst du bei unserem Bootcamp mit? Wenn sich's ergibt wieder, dann ja. Ach so, also hast schon mal mitgemacht, ja, siehst du. Sauber. Sauber. Und Jules hatte die Türken. Ja, das stimmt. Die produzieren ja auch noch schneller, das darf man auch nicht vergessen. Da hat Chris recht. Mit den Türken ist man ja auch ein bisschen schneller unterwegs. Ja, wunderbar. Vielen Dank euch beiden. Ich danke Ryder für das schöne Spiel. I